Wir sind jetzt hier gerade am Strand von Nusa. Das ist einer der bekanntesten Strände auf Bali. Ja, es schaut cool aus. Ich glaube, es ist ganz cool, weil es sind recht wenige Leute hier, weil wir wahrscheinlich ziemlich in der Nebensaison sind, weil demnächst die Regenzeit beginnt. Das hatten wir gestern schon schmerzhaft erleben müssen, weil wir ganz schlau waren und unseren Moped-Helm draußen gelassen haben, die jetzt ein bisschen durchweicht waren heute Morgen. Also, hier. Ja, könnte schon mal sein. Aber so allgemein mal so als Bild hier durch. Ich muss mal kurz die Kamera. Also könnte auf jeden Fall schlimmer sein. Nee, doch. Ich sagen so mit Bäumen und Palmen. Also. Ja. Es ist nur recht heiß, aber es ist ziemlich schön hier. Also nachdem wir am Strand waren, sind wir dann noch in das Turtle Education and Conservation Center gefahren. Da die ziehen im Prinzip kleine Schildkröten auf, also die brüten die Eier aus und lassen sie dann schlüpfen. Hört sich scheiße an hier. Sie lassen sie ausbrüten, die sind dann einfach in einem Sand verbuddelt und irgendwann kommen die ja dann einfach raus. Ich glaube nach 4 Monaten haben sie gesagt, irgendwie 4 Monate, dann versuchen die Schildkröten rauszukrabbeln. Und die helfen dann halt noch, dass es ausbuddeln, aber... Genau, ja. Beziehungsweise versuchen sie auch, verletzte Schildkröten, die sie irgendwie aus dem Meer haben oder sonst irgendwoher, wieder aufzuziehen und dann irgendwann, wenn es geht, wieder in die Freiheit zu entlassen. Ja, und da haben wir ein bisschen was gefilmt. Also wir haben uns hier jetzt lecker Essen bestellt und ja, wir essen es jetzt erstmal und schauen, wie es uns geschmeckt hat. Und fertig, wie hat es dir geschmeckt? War sehr cool. Doch, vor allem, ja, also ein bisschen was vom Milchshake ist ja noch da, beziehungsweise den beiden. Doch recht günstig da dafür. Ich meine, hat jetzt irgendwie insgesamt kostet 86.000 Rupien. Ja. Ich glaube 6 Euro oder so. Müsste stimmen, ich weiß nicht. Blende ich vielleicht ein, blende ich vielleicht auch nicht ein, weiß noch nicht. Naja, also dann